Hallo, guten Tag, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg kurz und knackig, wie immer live aus Zypern. Heute geht es um das Gesetz von Saat und Ernte. Und wir beginnen gleich. Das Gesetz von Saat und Ernte sagt aus, was immer du siehst, wirst du ernten. Ganz einfach. Was immer du siehst, wirst du ernten. Wenn du Getreide siehst, dann wirst du keine Kartoffeln ernten, du wirst Getreide ernten, ganz klar. Und dieses Getreide wirst du auch nur dann ernten, wenn du die Saat hegst und pflegst. Kümmerst du dich nicht beharrlich um die Saat, was wird passieren? Ganz klar, die Saat wird verkümmern. Und genauso ist das auch in deinem Leben. Wenn du einen neuen Gedanken in deinen Verstand pflanzt und diesen Gedanken immer und immer wieder denkst, dann wird dieser Gedanke immer klarer. Zuerst nimmt dieser immer wieder und wieder gedachte Gedanke Gestalt in deinem Kopf an. Das Bild in deinem Kopf wird klarer, es wird deutlicher mit jedem erneuten Vorstellen. Und je stärker die Gefühle, die du beim Denken dieses Gedankens empfindest, desto größer ist die Energie dieses Gedankens. Je größer der Wunsch, der mit dem geistigen Bild einhergeht, je intensiver dein Verlangen, dass du mit der Vorstellung in deinen Gedanken, in deiner Fantasie empfindest, desto mehr neigt dieser Gedanke zur Realisierung. Ein Gedanke, immer wieder gedacht, wird zu einem klaren Bild in der geistigen Realität deiner Vorstellung. Und gekoppelt mit einem intensiven Verlangen wird dieser Gedanke zeitversetzt in der materiellen Welt Gestalt annehmen. Die Übersetzung aus der unsichtbaren Energie deiner Gedanken in die sichtbare Energie von Materie erfolgt durch dein Handeln, erfolgt durch deine Aktion, durch all die kleinen und großen Schritte, die in der Gesamtheit zu dem führen, was auch immer du dir vorgestellt hast. Nach diesem Prozess ist alles entstanden, was jemals von Menschenhand geschaffen wurde. Alles. Es gibt keine Ausnahme. Wenn du eine Ausnahme findest, schreib's in den Kommentar. Alles beginnt immer, immer, immer mit einem einzelnen Gedanken im Kopf eines Menschen, in der Fantasie eines Menschen. Und am Ende dieses Prozesses nimmt der Gedanke eine sichtbare Form an. Albert Einstein sagte, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Schauen wir uns das Gesetz der Anziehung an. Das Gesetz der Anziehung sagt, gleiche Energie zieht gleiche Energie an. Und deine Gedanken sind ja Energie. Und das ist in einem Labor messbar. Und je mehr Gefühl ein Gedanke in sich trägt, je mehr Emotionen ein Bild in deiner Fantasie in dir verursacht, desto stärker ist die Energie dieses Gedankens. Und wenn gleiche Energie anzieht und wenn immer wieder gedachte Gedanken, die emotional geladen sind, zur Realisierung neigen. Was tust du dann in dem Moment, wo du dich ärgerst? Welche gedankliche Energie sendest du aus, wenn du dich über deinen Nachbarn oder über die Politik oder über deinen Chef beschwerst? Was tust du dir selbst an, wenn du in Gedanken immer wieder dieses schreckliche Erlebnis aus deiner Vergangenheit durchlebst und dabei immer wieder all die schmerzlichen Gefühle wiederempfindest? Was du siehst, wirst du ernten. Das immer wieder Denken, das immer wieder Vorstellen in deiner Fantasie und die Emotionen, die mit diesen Gedanken verbunden sind, all das ist das Hegen und Pflegen des Samens. Und wenn du einen Samen, also einen Gedanken durch deine Aufmerksamkeit, durch deinen gedanklichen Fokus, also durch das wiederholte Denken hegst und pflegst, dann wird dieser Gedanke, den du heute vorwiegend denkst, auch der Gedanke sein, den du morgen vorwiegend in deinem Leben hast. Weil wenn du Weizen siehst, dann kannst du keine Erdbeeren ernten. Wenn du deine Gedanken nicht beobachtest, wenn du deine Gedanken unkontrolliert kreisen lässt, dann wird Negativität in deinem Geist gedeihen. Weil die Menschen sind einfach trainiert, weit mehr negativ zu denken. Sobald du die Nachrichten einschaltest, sobald du die Zeitung aufschlägst, überall negative Schlagzeilen, übertriebene Horrormeldungen, Katastrophen, Gewalt und Tod. Und wenn du gar nichts siehst, dann wird Unkraut wachsen, weil Unkraut wächst überall, auch ohne dass du dich darum kümmerst. Ein Mensch, der vorwiegend negative Gedanken denkt, ist auch ein Mensch, der sich vorwiegend negativ fühlt, also mies fühlt, weil Gedanken führen zu entsprechenden Gefühlen.
Ärgerliche Gedanken führen zu ärgerlichen Gefühlen, neidische, missgünstige Gedanken führen zu Gefühlen von Neid und Missgunst und sorgenvolle Gedanken führen einfach zu sorgenvollen Gefühlen. So einfach ist das. Und du hast ja immer die Wahl, welchen Gedanken du denkst und welchen nicht. Jeder Mensch hat mit seinem bewussten Verstand die Möglichkeit bekommen, die eigenen Gedanken selbst zu wählen. Viele Menschen wissen das nicht. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen nicht das bekommen, was sie wollen. Menschen bekommen nicht, was sie wollen, weil Menschen darauf trainiert sind, sich auf das zu fokussieren, also an das zu denken, was sie nicht wollen. Das, worauf du deine Gedanken fokussierst, wird mehr Platz in deinem Leben einnehmen, weil deine Gedanken sind Energie und das Gesetz der Anziehung sagt, Energie zieht gleiche Energie an. Deine vorwiegenden Gedanken, die ziehen Situationen und Umstände in dein Leben, die dieser Energie der Gedanken entsprechen. Wenn du negative Gedanken denkst und ausstrahlst, wie kannst du dann positive Ergebnisse in deinem Leben erwarten? Das ist nicht möglich. Du kannst keine Kartoffeln sehen und Erdbeeren erwarten. Das geht nicht. Du kannst dich auch nicht ewig an deinen Fehlern und Misserfolgen aufhalten, wenn du positive Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest. Wenn du ängstliche Gedanken denkst und dich als Folge auch ängstlich fühlst, welche Art von Zukunft erschaffst du dir in diesem Moment? Du erschaffst dir eine Zukunft voller Ängstlichkeit. Jeder Mensch hat ja immer die Wahl, einen ängstlichen oder sorgenvollen Gedanken durch einen dankbaren Gedanken auszutauschen. Jeder Mensch ist in der Lage, ärgerliche, missgünstige Gedanken durch verständnisvolle und wohlwollende Gedanken zu ersetzen. Deine Gedanken bestimmen, wie du dich fühlst. Oder besser, mit deinen Gedanken, die du dir selbst machst, bestimmst du selbst, wie du dich fühlst. Und wie du dich vorwiegend in deinem Leben fühlst, das macht deine Lebensqualität aus. Das, worauf du heute vorwiegend deinen gedanklichen Fokus richtest, das wird morgen in deinem Leben zunehmen. Mit deinen vorwiegenden Gedanken, die du heute denkst, erschaffst du dir dein Leben von morgen. Deshalb achte auf deine Gedanken, wähle ganz bewusst Gedanken aus, die du denkst und entscheide dich auch bewusst, welche Gedanken du vielleicht ab heute nicht mehr denkst. Du selbst entscheidest, ob du den Fleck auf der Fensterscheibe siehst oder ob du die wundervolle Aussicht genießt. Wenn du vorwiegend negative Gedanken denkst, dann kannst du kein glückliches und erfülltes Leben erwarten. Ich wiederhole das nochmal, weil das ist der Knackpunkt. Das musst du begreifen. Wenn du vorwiegend negative Gedanken denkst, dann kannst du kein glückliches und erfülltes Leben erwarten. Entscheide für dich, ob du deine Aufmerksamkeit vorwiegend auf all die negativen Dinge im Leben fokussierst oder die ja auch da sind. Natürlich, es gibt viele negative Dinge auf der Welt und es gibt viel mehr positive Dinge. Du entscheidest dich, wohin du deine Aufmerksamkeit vorwiegend lenkst, auf die schrecklichen Dinge, auf das Schlechte im Menschen, auf Misstrauen, auf Respektlosigkeit, auf Hass, auf Ärgernis, auf Sorgen. Oder es gibt auch die andere Möglichkeit, du kannst deinen gedanklichen Fokus auch auf all das Schöne auf dieser Welt richten, was ja auch immer da ist, was dich immer umgibt, auf das Gute in Menschen, auf die Schönheit der Natur, auf die kleinen und großen Wunder des Lebens, die ja immer da sind. Du brauchst dich nur entscheiden zu sehen, was du sehen möchtest und du wirst das sehen.